Schau mal, Carol. Alle Bombari-Mamas springen auf dem Bett auf und ab. Naja, das ist etwas, was wir nicht jeden Tag sehen. Fünf kleine Mamas springen auf dem Bett. Eine fiel runter und stieß sich am Brett. Carol ruft den Doktor und der Doktor sagt: Keine Mamas mehr auf dem Bett. Vier kleine Mamas springen auf dem Bett. Eine fiel runter und stieß sich am Brett. Wendy ruft den Doktor und der Doktor sagt: Keine Mamas mehr auf dem Bett. Diese Mamas. Oh oh. Drei kleine Mamas springen auf dem Bett. Eine fiel runter und stieß sich am Brett. Carol ruft den Doktor und der Doktor sagt: Keine Mamas mehr auf dem Bett. Keine Mamas mehr auf dem Bett. Oh oh. Eine kleine Mama sprang auf dem Bett. Sie fiel runter und stieß sich am Brett. Carol ruft den Doktor und der Doktor sagt: Keine Mamas mehr auf dem Bett. Wow, wow. Ich glaube, diese Mamas haben ein bisschen zu viel Spaß. Ja, und der Doktor hat das gesagt. Jetzt springen keine Mamas mehr auf dem Bett. Hey Leute, ich habe eine Idee für ein Lied für die Schulaufführung. Oh cool, was ist es denn, Benny? Es ist ein Lied über alle Jungs und Mädchen, die außen zwar anders aussehen, aber innen alle gleich sind. Was meinst du? Ich zeig's dir. Da können wir alle zusammen für die Schulaufführung morgen üben. Das hört sich gut an. Pralle Wange, Rübchen am Kinn, rosige Lippen mit Zähnen drin, rotes Haar, lockig fein. Augen sind blau, obendrein, innen drin ein liebes Herz. Und so schlau, das ist kein Scherz. Und besonders ist doch klar, du bringst uns zum Lachen jeden Tag. Einzigartig, jeder ist besonders. Einzigartig, außen und innen. Oh, Wendy, das Lied ist perfekt für die Aufführung. Oh, ich weiß, worum es geht. Wir sehen zwar alle anders aus, aber in unseren Herzen sind wir alle gleich. Genau. Jetzt bist du dran, Carol. Du spielst die Hauptrolle und sagst Nathan, was ihn so besonders macht. Ja! Alle Wangen, süße Nase, hübsches Gesicht und tolle Klamotten. Dunkelbraune Haare, genau da. Augen so braun, gucken niemals böse. Und das Beste, sein liebes Herz. Und so schlau, das ist kein Scherz. Und besonders ist doch klar, du bringst uns ein Lachen jeden Tag. Einzigartig, jeder ist besonders. Außen und auch innen. Ach du, jetzt fühle ich mich besonders. Du bist besonders. Okay, Nico, jetzt bist du dran. Nathan, sing es. Du kannst das. Pralle Wangen, lockiges Haar, tanzt herum, überall. Nettestes Lächeln, toller Style, die blauesten Augen. Lüg niemals. Und das Beste, ein liebes Herz. Und so schlau, das ist kein Scherz. Und besonders ist doch
und auch innen. Pralle Wangen, goldenes Haar, zeigst uns immer, wie sehr du uns magst. Stupsnase, du zeigst dich gern, du liebst es zu spielen den ganzen Tag. Innen drin ein liebes Herz und so schlau, das ist kein Scherz. Und so lustig ist doch klar, du bringst uns zum Lachen jeden Tag. Einzigartig, jeder ist besonders. Einzigartig, außen und auch innen. Das war toll. Okay, Leute, die Show ist morgen. Geht nach Hause und habt eine gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Bye. Bye. Gute Nacht. Bye. Gute Nacht. Willkommen in der Arztpraxis. Wie können wir dir heute helfen? Oh, den Arzt zu besuchen macht mich so nervös. Also, wenn du gut mitmachst, kriegst du am Ende deines Termins eine Belohnung. Yep. Oh, na dann. Ich habe Schmerzen in meinem Knie. Duab, duab. Es ist passiert, als ich auf dem Baum war. Duab, duab. Ich hätte auf meinen Papa hören sollen. Duab, duab. Dann hätte ich jetzt keine Schmerzen. Doktor, Doktor, kannst du sehen? Ich habe ein medizinisches Problem. Kannst du mir helfen? Oh Mann, kannst du was für mich tun? Doktor, Doktor, du bist der Beste. Krieg ich einen Lollipop? Du machst meine Schmerzen weg. Krieg ich noch eine Cola mit? Oh, oh Junge. Ich habe Schmerzen an meinem Zeh. Duab, duab. Es passierte mir beim Spielen im Schnee. Duab, duab. Ich bin erkältet und hab Gänsehaut. Duab, duab. Ich brauche jetzt eine gute Tablette. Doktor, Doktor, kannst du sehen? Ich habe ein medizinisches Problem. Kannst du mir helfen? Oh Mann, kannst du was für mich tun? Doktor, Doktor, du bist der Beste. Krieg ich einen Lollipop? Du machst meine Schmerzen weg. Krieg ich noch eine Cola dazu? Ich habe Schmerzen in meinem Arm. Duab, duab. Es ist passiert auf einer Farm. Duab, duab. Der Landwirt sagte, ich soll da nicht spielen. Duab, duab. Aber ich hab es trotzdem gemacht. Doktor, Doktor, kannst du sehen? Ich habe ein medizinisches Problem. Kannst du mir helfen? Oh Mann, kannst du was für mich tun? Doktor, Doktor, du bist der Beste. Krieg ich einen Lollipop? Du machst meine Schmerzen weg. Krieg ich noch eine Cola mit? Doktor, Doktor, wir können jetzt sehen. Wenn wir frech sind, können wir uns verletzen. Wir wissen's jetzt aber. Oh Mann, können wir Süßigkeiten haben? Oh, schaut, mein Lieblingstier, ein Schaf. Ist scharf. Old MacDonald hat ne Farm, E-I-E-I-O. Und auf der Farm hat ein Schaf, E-I-E-I-O. Mit ne Mähmäh hier und ne Mähmäh da, hier ein Mäh, da ein Mäh, überall ein Mäh, Mäh. Old MacDonald hat ne Farm, E-I-E-I-O. MacDonald hat ne Farm, E-I-E-I-O. Und auf der Farm hat nen Hund, E-I-E-I-O. Mit nem Wuff-Wuff hier und nem Wuff-Wuff da, hier ein Wuff, da ein Wuff, überall ein Wuff-Wuff. Old MacDonald hat ne Farm,
Ein lustiger Esel. Hallo, Esel. Auf McDonald's hat eine Farm, E-I-E-I-O. Und auf der Farm hat er einen Esel, E-I-E-I-O. Mit einem I-A hier und einem I-A da. Hier I-A, da I-A, überall I-A. Old McDonald hat eine Farm, E-I-E-I-O. Schwester sind so süß. Ja, aber jetzt ist es viel zu spät und die müssen ins Bett. Okay, kommt kleine Babys. Es ist Zeit zu schlafen. Ich weiß, lass uns das Schlaflied singen, was Mama immer für sie singt. Davon werden sie so müde. Gute Idee. Schlafe, mein Kindlein, hoch auf den Baum. Die Wiege ist so gut gelaufen. Bitte schlaft ein. Hey, lass uns das versuchen. Das Kindlein, es schläft warm und wunderbar. Mama sitzt nah im Schaukelstuhl da. Vor und zurück die Wiege, sie schwingt. Obwohl's Kindlein schläft, es hört, wie sie singt. Oh Junge, werden diese Zwillinge überhaupt irgendwann schlafen? Ich hoffe es. Okay, kleines Mädchen, zurück ins Bett. Wir werden ein bisschen mehr sehen.
solche Zwillinge zum Schlafen bringen. Schlafe, mein Kindlein, hab keine Angst. Buddies sind hier und halten die Hand. Schließe die Äuglein feste jetzt zu und